Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grey Matter, wo wir einiges zu tun haben. Sind jetzt erstmal in St. Edmunds Hall und ich würde sagen, wir starten mal damit, uns den Fitnessraum anzugucken, oder? Hallo, hallo, Oh. nicht so eilig. Nicht? Wie geht's? Mir geht's gut. Ich würde gerne einen Blick auf Ihren Studentenausweis werfen. Den habe ich Ihnen doch gestern schon gezeigt. Dann sollte es ja kein Problem sein, ihn mir nochmal zu zeigen, oder? So ist das Leben, hart, aber gerecht. Weise Worte. Hier bitte. Miss Helena Bogart. Merkwürdig. Mal sehen, was der Computer ausspuckt. Haben Sie schon gehört, dass Sie den Kerl geschnappt haben, der hinter den Streichen auf der Laufbahn und im Schwimmbecken steckt? Wirklich? Wer war es? Ein Student hier aus dem Wohnheim? Nein, ein Professor vom Christchurch College. Der ist scheinbar ein bisschen durchgedreht. Was? Ja, Sie haben ihn dabei erwischt, wie er im Brunnen des Christchurch College herumgeplanscht und behauptet hat, er sei Poseidon. Wahrscheinlich unterrichtet er griechische Geschichte oder so. Wie heißt er? Ich kenne viele von den Professoren. Fremantle, Thirdmantle, Dismantle. Nein, das war's nicht. Es gibt da einen Professor namens Wintermantle, aber ich glaube, er unterrichtet auf dem Balliol College. Ja, das könnte er sein. Was meinen Sie? Oh, ich muss los. Ich will das unbedingt meinen Freunden erzählen. Was wollte ich noch mal nachsehen? Ach ja, Wintermantle. Okay, da hat Sam ja clever abgelenkt. Ich glaube, wir gucken uns den Fitnessraum doch nicht an. Und was macht die liebe Angela denn da? Die wird doch nicht etwa versuchen wollen, den Wachmann nach uns zu befragen und irgendwie rauszufinden, wer wir sind. Die hat so sicher Dreck am Stecken. So, aber das hier ist ja Helenas Raum. Room, wollte ich schon sagen. Und ja, da gucken wir uns mal drin um. Helena? Ich will nämlich wissen, Helena? Was in dem Kästchen ist. Keiner da. Perfekt. Dann können wir ja direkt rein. Wo ist denn unser Schlüssel? Hier, Helenas Schlüssel. Mal schauen, was sich da drinnen so versteckt. Nochmal umgucken. Ja, ich glaube, wenn sie uns nochmal erwischt beim Rumschnüffeln, wäre das echt nicht gut, ne? Aber wir beeilen uns. Wir sind ganz schnell. Wir wissen ja auch schon, was wir gucken wollen. Hier, dieses Kästchen. Jetzt bin ich super gespannt. Na, das ist Helenas Türschlüssel. Er ist zu groß für das Schloss am Kasten. Ach Mist, okay, wir haben den Schlüssel zu dem Kasten nicht, glaube ich. Oder? Notiz über Loras Erscheinungen? Nee, wir haben den Schlüssel nicht. Mist, dann müssen wir uns nochmal umgucken. Aber der wird ja hier irgendwo sein. Schau mal in die Schubladen. Außer sie trägt den mit sich. Das könnte natürlich auch sein, ne? Das wäre blöd. Aha, ein Brief vom St. Edmund Hall College. Aha, oho, na dann reden, dann lesen wir doch mal, was da passiert ist. Sehr geehrte Miss Bogart, herzlichen Glückwunsch für Ihre Zulassung am College von St. Edmunds Hall. Sie stehen jetzt vor der schwierigen Entscheidung, an welchem College oder welcher Universität Sie sich einschreiben müssen. Wir sind uns dessen bewusst, dass dies häufig nicht einfach für junge Frauen und Männer ist, die am Anfang ihrer College-Karriere stehen. Wir hier am College von St. Edmund Hall wissen um die Wichtigkeit Ihrer Entscheidung und der Verpflichtungen, die das Studium und die Fortbildung an einer außergewöhnlichen Lehreinrichtung mit sich bringen. Es mag sich zwar befremdlich anhören, aber diese Entscheidung kann durchaus einen Einfluss auf die gesamte Lebensqualität haben. Ich bin überzeugt, dass St. Edmund Hall nicht nur hervorragende Lehrangebote bietet, sondern auch großartige Möglichkeiten der individuellen Profilierung und Entwicklung. 95% unserer Lehrbeauftragten verfügen über mindestens einen Doktortitel und wir bieten unseren Studenten über 27 Studiengänge. Wir empfehlen Ihnen, unseren Campus einfach mal zu besuchen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. Wenn Sie sich bisher noch nicht entschieden haben, wo Sie ab nächstem Herbst studieren wollen, hoffe ich sehr, dass sich die Informationen in diesem Schreiben sorgfältig zu Gemüte führen und sich eine Entscheidung an unserem College ernsthaft in Betracht ziehen.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrem Studium und würde mich sehr freuen, wenn wir Sie ab kommendem Herbst hier bei uns im College von St. Edmunds Hall begrüßen können. Hochachtungsvoll, Scribble. So, wie immer ist die Schrift ein bisschen klein, aber wir haben alles gelesen. So, die Helena scheint echt smart zu sein. Und ich habe noch gesagt, sie kann ja nicht so doof sein, wenn sie hier ans College geht, ne? Wenn sich jetzt sogar die Colleges um sie streiten. Okay, was haben wir hier noch? Ah, mehr ist in den Schubladen nicht. Veranstaltungsführer. Okay, ja, warum nicht? Gucken wir uns den an. Ach, und eine Haarnadel. Was ist das? Ja, was ist das? Greif dir. Ein Theaterprogramm von 2002, als Helena in London war. Okay. 2002 ist ja als der... Oktober 2002 sogar. Das ist ja, als der Unfall passiert ist, ne? Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, beim Unfall war Helena überhaupt nicht hier. Im Oktober 2002 war Helena in London. Ist nicht weit weg von Oxford. Vielleicht war sie ja schon mal hier. Das sollte ich Dr. Stiles sagen. Ach so. Ja, na gut, ne? So könnte man es natürlich auch sehen, wenn sie schon mal in der Nähe war quasi. So, und hier die Haarnadel, mit der können wir hoffentlich das Schloss knacken. Dieses riesige Ding, meinst du? Ja, vielleicht kann ich sie gebrauchen. Helena hat bestimmt genug davon. Glaube ich auch. Dann nimm mit. Das war eine Haarnadel? Wie groß sind denn deine Haare? Na gut, aber man sollte sie auch sehen können. So, dann rüsten wir die doch mal aus. Wo haben wir es? Hier, Haarnadel. Und versuchen die mal an dem Kästchen hier auszuprobieren. Ich bin sicher, Sam kann doch bestimmt Schlösser knacken. Mal gucken. Der Kasten muss doch irgendwie aufgehen. Ich muss wohl das Schloss knacken. Ja, naja, was meinst du, warum ich die Haarnadel ausgerüstet habe? Oh nein, Helena. Sie ist drogenabhängig. Da hat sie so viele Privilegien und macht sich das Leben kaputt. Manchmal verstehe ich die Menschen einfach nicht. Ich vermute, dass sie wegen ihrer Sucht mit dem Zauberer kooperiert. Das macht sie auf jeden Fall wieder verdächtig. Mit dem Zauberer? Ach so, dass Helena quasi Hilfe sein könnte. Aber glaube ich nicht. Sie war doch so interessiert daran, wer es ist und so. Könnte aber natürlich auch nur gewesen sein, um rauszufinden, was die anderen für Dreck am Stecken haben. Was ist das für eine Droge überhaupt? Was spritzt man sich denn so? Ich habe keine Ahnung von sowas, meine Lieben. Aber vielleicht können wir ihr irgendwie helfen, darüber wegzukommen. Ich meine, wenn sich schon die Colleges um sie streiten, ne, dann scheint sie auch viele Optionen zu haben. So, mehr ist hier aber, glaube ich, nicht. Ich gucke nochmal den Laptop an, aber ich glaube, da hat sie keine Zeit für. Ich habe keine Zeit auf ihrem Computer. Ja, genau. Finden wir eh nichts Interessantes. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder und gucken doch jetzt mal, ob wir Angela direkt hier im Foyer treffen oder was die hier zu besprechen hatte. Ach, die ist schon wieder weg, die Dame. Kann ich ihn vielleicht mal fragen? Schöpft langsam Verdacht. Ab jetzt muss ich vorsichtig sein. Stimmt, aber ich hätte gerne mich mal mit ihm über Angela unterhalten. So, dann gehe ich mal hier hin. Hier ist alles normal. Hier ist ein Mann. Können wir mit ihm reden? Scheint ein Student zu sein. Ich glaube nicht, dass er mit der Sache gestern Abend etwas zu tun hat. Okay, scheinbar haben wir also tatsächlich alles wieder aufgeräumt, bevor jemand was bemerkt hat. Was sehr gut ist, ne? Denn das hat der Zauberer gestern Abend geschickt eingefädelt. Der hat viel mehr drauf, als ich dachte. Verdammt. Aber wie erklärt sie sich, wie das passiert ist? Ich meine, diese Gewichte waren doch schwer. Sie hat die ja selber zurückgeschleppt, stundenlang. Na gut. Ich bin gespannt. Wollen wir beim Pool auch nochmal gucken? Wir gucken einfach mal. Nur zur Sicherheit. Aber hier ist nichts Spannendes. Nee, ich glaube, hier ist nichts Neues. Ja, wo ist Angela denn hingegangen? So. Gehen wir mal raus, ob sie hier vielleicht irgendwo rumhängt? Nee, auch nicht. Können wir hier? Ach, das ist das Münztelefon. Nee, da will ich nicht hin. Ich dachte, wir könnten da reingehen vielleicht. Okay, St. Edmund Hall ist so ein bisschen grau, ist aber noch gelb, die Schrift. Wo könnten wir sie finden? Sie könnte natürlich wieder hier sein, im Christchurch College. Mal gucken. Außerdem wollen wir uns ja den Speisesaal angucken. Okay, nee, hier sitzt die schon mal nicht. Na, dann machen wir vielleicht doch erstmal das Daedalus-Rätsel weiter und gucken hier mal im Speisesaal, was hier los ist. Hier ist sie auch nicht.
Ich weiß auch gar nicht. Der Speisesaal von Hogwarts wurde doch gar nicht gefilmt. Also wurde, beziehungsweise natürlich wurde der gefilmt, aber ich kenne mich ein bisschen aus mit Harry Potter und mein Wissensstand ist, dass die dafür ein Set gebaut haben. Das war, glaube ich, inspiriert von eventuell halt diesem Speisesaal, aber der war irgendwie zu klein, da hat nicht alles reingepasst, weil die brauchten ja 4 Tische, hier sind es nur 3, seht ihr, also weiß ich nicht, ob es in echt auch nur 3 sind, aber die brauchten ja die 4 Tische für die 4 Häuser und das ganze Equipment und so, deswegen haben die meines Wissens nach halt ein Set dafür gebaut und das gar nicht hier gedreht. Na gut, aber wie dem auch sei, wir gucken uns mal um, wir haben hier nur ein Gemälde, na dann gucken wir uns das eben an, wenn das hier das einzig Interessante ist. Ein Gemälde mit 3 jungen Frauen. Ja, okay. Und? Ein Gemälde mit 3 jungen Frauen. Sonst sagt sie dazu gar nichts. Leute, wo ist denn das Rätsel? Gemälde? Können wir hier rüber vielleicht noch? Ist der Screen länger, als er aussieht? Ja, hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ah, okay, hier sind noch Sachen. Eine Dankurkunde, die schauen wir an. Ach ja, schaut mal. Ja, Zertifikat der Anerkennung. Du weißt schon wer und die gesamten Mitarbeiter von dem Film Harry Potter und die Kammer des Schreckens möchten sich beim Christchurch College bedanken, weil sie diesen Raum nutzen durften, um die berühmte Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei darstellen zu können. Danksagung. Das gesamte Team des Films Harry Potter und die Kammer des Schreckens möchte hiermit dem Christchurch College dafür danken, dass uns dieser prachtvolle Saal als Drehort für Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei, zur Verfügung gestellt wurde. Okay, ja, was sie gesagt hat. Aber sie hat, du weißt schon, wer gar nicht vorgelesen. Natürlich, weil sie ihn nicht nennen darf wahrscheinlich, ne? Weiß man ja. So, die Frage ist... Ich weiß aber wirklich nicht, okay, Moment. Jetzt, ne, jetzt ist der Harry Potter-Nerd in mir ein bisschen neugierig, weil ich habe ja gerade schon gesagt, der Speisesaal wurde hier auf jeden Fall nicht gedreht, die große Halle. Und hier steht ja auch spezifisch für die Kammer des Schreckens, was ja der zweite Teil ist. Das heißt, die müssen irgendwas, was nur im zweiten oder erst im zweiten Teil vorkam, da gedreht haben. Vielleicht die Kammer? Das würde ja Sinn ergeben, aber die sah definitiv nicht so aus wie der Saal hier. Und war, glaube ich, auch ein Set. Also zumindest war die Tür ein Set, der Eingang. Bin ich unsicher, weiß ich nicht so genau. Falls ihr mehr wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir gucken uns so lange den Kamin an. So, ja, hier sind 2 Köpfe und Holz. Diese Feuerböcke haben Lewis Carroll also dazu inspiriert, Alice diesen langen, langen Hals zu verpassen. Nicht schlecht. Allerdings fällt mir nichts Außergewöhnliches an diesem Hals auf. Abgesehen davon, dass er lang ist. Ah, okay. Ich muss sagen, Alice im Wunderland kenne ich dafür gar nicht, ne? Jetzt konnte ich euch mit dem Harry Potter-Wissen nerven. Aber hat Alice einen langen Hals? Das wäre mir neu. Ich weiß, dass sie dieses, den Iss-mich-Keks, den Trink-mich-Trank, um größer und kleiner zu werden. Aber dass sie einen langen Hals hat, wüsste ich jetzt nicht. Feuerbock-Hut. Okay, dann gucken wir den mal an. Nicht? Warum ist der dann extra anklickbar? Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Nichts. Das ist aber komisch. Ich lese nochmal. Moment, wo war's denn? Das Puzzle Hogwarts-Einladung? Was stand da? Einfach nur, ja, Einladung zur Hogwarts-Schule. Und in dem Gedicht. Es begann mit der Grimsekatze. Ja, das wissen wir. Dodo Doxen zerbrach ein I. Ah, darauf schrie die Königin: ab mit dem Kopf. Feurige Blöcke verzurrten Vetter mit Hälsen lang wie ein Nornsteich. Finde Alice, weit ist sie nicht, folge ihren Flicken. Okay, okay, der Abschnitt könnte sich aber hier drauf beziehen, ne? Feurige Blöcke, verzurrt, mit langen Hälsen und ab mit dem Kopf könnte natürlich heißen, dass man die Köpfe irgendwie abnehmen kann, ne? Ich kann nichts auf dem Hut... Was? Das Moment. Symbol des Daedalus-Clubs. Es muss sich dabei um eine Nachbildung des originalen Feuerbocks handeln. Ganz schön aufwendig. Dieser Feuerbock gehört also zum Rätsel. Aber was muss man damit machen?
Den Kopf abschlagen. Ach Mensch, okay, bei wiederholtem Klicken sagt sie doch, da ist was ganz Kleines. Es tut mir leid, dass ich das eine jetzt ein bisschen übergeklickt habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie nochmal was anderes sagt. Na, dann nehmen wir den doch mal ab. Noch mehr. Noch mehr. Und ich das hab's. Gold. Sehr da war gut. Nur ein Goldstück drin. Der Hinweis auf den nächsten Ort muss also im Rätsel selbst stehen. Okay, heißt das, wir haben jetzt alle Puzzlestücke? Ich brauche nur noch ein Goldstück. Ach so, okay, wir haben noch nicht alle. Aber wir können das hier schon mal anbauen. Das gehört doch hierhin, eindeutig. Können wir das Ganze auch mal drehen? Ja, da fehlt nur noch ein bisschen, ne? So, der Hinweis aufs nächste muss im Rätsel selbst sein. Meint sie damit das Gedicht oder den Kamin? Finde Alice, weit ist sie nicht. Folge ihren besten Flicken. Such zuletzt den weißen Hasen und gib ein des Reimes Namen. Ich habe das jetzt mal mit, ne, wie ich glaube, dass die Buchstaben richtig rum sind, vorgelesen. Folge ihren besten Flicken. Was wären denn ihre besten Flicken? Ist jetzt vielleicht einfach was vor der Tür, wenn wir rausgehen? Ansonsten, haben wir irgendwo einen weißen Hasen gesehen schon mal, den wir irgendwie folgen könnten? In dem Alice-Laden gab es wahrscheinlich einen, ne? Hier sind keine Flicken auf jeden Fall. Ich gehe nochmal in den Garten gucken, ob da irgendwas ist. Flicken wären ja Stoffstücke, ne? Ach, Charles, hallo. Hey Charles, was machst du denn hier? Lernst du? Ja, wie man bestimmten Leuten aus dem Weg geht. Leuten wie Helena? Ja. Keine Sorge, deine geheime Zufluchtsstätte bleibt unter uns. Danke, Sam. Ist aber eine gute Idee, Charles, Helena aus dem Weg zu gehen. Gerade für dich kann ich nur empfehlen. Du hast hier nicht zufällig irgendwo Stoffstücke gesehen? Na gut, wir unterhalten uns erstmal mit dir. Ja? Artikel aus der Scientific American, Magie, Helena, jüngerer Bruder. Ach stimmt, das war ja ihre Theorie, ne? Dass das auf keinen Fall Charles sein kann. Ich meine, nach einem jüngeren Bruder zu fragen, ist ja noch nicht so auffällig. Ihn zu fragen, so, hey, bist das du? Schon ein bisschen schwierig, wenn er denkt, wir waren nicht in seinem Zimmer. Ich habe gehört, du hast einen Bruder. Muss cool sein, Geschwister zu haben. Wer, ich? Nein, ich bin ein Einzelkind. Echt? Ich hätte schwören können, dass irgendjemand meinte, deinen jüngeren Bruder getroffen zu haben. Eher so der pummelige Typ. Nein, da sind nur meine Mutter und ich. Ich verstehe. Okay. Also sie hat jetzt versucht, richtig unauffällig mit, ne, er war etwas breiter, dass er vielleicht sowas sagt wie, ach so, ja, das war ich. Nicht so geklappt, ne? Dann reden wir doch mal über den Artikel. Wir wollen ja nicht gleich abschrecken mit dem schlimmsten Thema. Du hast gesagt, dass du Dr. Stiles vor dem Experiment nicht gekannt hast. Ja. Dann würde ich gerne wissen, warum du ein Exemplar der Scientific American mit seinem Artikel hast. Hä? Meine Mutter hat mir die Zeitschrift geschickt, nachdem ich ihr von Dr. Stiles erzählt hatte. Meine Güte. Klar, deine Mom, verstehe. Woher weißt du das mit dem Artikel überhaupt? Ich habe ihn nie erwähnt. Muss mir irgendjemand erzählt haben. War es Helena? Hat sie bei mir herumgeschnüffelt? Wahrscheinlich war sie es, ja. Ja, ich meine, ich finde gut, wenn Charles Helena nicht mag, ne? Der soll sich von ihr fernhalten. Aber jetzt ihr die Schuld so zuzuschieben, naja, was ist, hat sich schon angeboten, ne? Sie hat aber auch direkt gefragt, gerade noch so mega unauffällig mit dem jüngeren Bruder und jetzt auf einmal so, ich weiß, du hast diesen Artikel. Sam. Manchmal bist du ultra geschickt und das gerade war es irgendwie nicht. So, Magie, warum nicht? Was hältst du eigentlich von Zauberei? Du meinst so wie bei Mystery-Serien im Fernsehen? Nicht ganz. Du kennst doch bestimmt jemanden, der Zaubertricks drauf hat, oder? Mein Großonkel hat immer Münzen hinter meinem Ohr hervorgezaubert. Aber dann hat er sie mir nie gegeben. Hört das nicht dazu? Ich meine, warum der Trick mit der Münze und den Kinderohren, wenn man sie dann selbst einsteckt? Ja, echt übel. Hör zu, in Oxford gibt es doch bestimmt Leute, die zaubern können. Kennst du jemand? Was? Hier? Lassen wir das Thema.
Okay, aber wie ein großer Zauberer wirkt er nicht. Er ist ja auch eigentlich schon längst raus, ne? Wir wissen ja jetzt, also wir unter uns sind uns sehr sicher, es ist Angela. Also zumindest ich. Ich weiß, es ist Angela. Das wäre ja der größte Twist, wenn sie es jetzt nicht wäre, ne? Aber so offiziell sind ja nur noch Angela und Helena die Verdächtigen quasi. So, ja, na dann. Das Thema, ne? Na gut. Sei ehrlich. Helena hat gar kein Interesse an dir, wenn niemand von uns dabei ist, oder? Doch, hat sie. Tja, wahrscheinlich tut sie nur so. Nein, glaub mir, sie will mich wirklich haben. Ich weiß das, weil mir jedes Mal, wenn sie in der Nähe ist, der kalte Schweiß ausbricht. Du gehörst zu den wenigen Frauen, bei denen das nicht so ist. Ich glaube, es liegt daran, dass du mich nicht als Objekt siehst. Oh doch, ich sehe dich als Objekt, Charles. Aber halt eher als ein großes, knuffiges, zu Boyband-mäßiges Objekt. Das geht auch. Okay, gut. Helena hat ihm sehr deutlich gemacht, was sie will. Der Typ tut mir echt ein bisschen leid. Na gut, hier sind jetzt die ganzen Beete, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass da noch irgendwas ist. Aber interessant, dass die hier einfach so rumhängen. Ich hoffe, im letzten Kapitel haben wir nicht einfach verpasst, dass die irgendwo sind. Weil hier in dem Garten war ich ja zum Beispiel nicht, ne? Na gut, okay. Ja, hier ist noch die Statue. Ich würde sagen, wir gehen mal nach hier nochmal ins Zentrum zu dem Alice-Laden und gucken mal, ob wir da irgendwie einen weißen Hasen finden und wenn ja, was der bedeutet. Und vielleicht könnten wir auch nochmal mit Mephistopheles reden. Ja, wo wir schon mal da sind, ne? Vielleicht hat er noch irgendwas zu erzählen. Huch. Miss Everett, ich hatte gehofft, dass Sie heute hier vorbeischauen. Freut mich, dass Sie mich vermisst haben. Ich habe vorhin ein bisschen ausgemistet und etwas gefunden, das Ihnen gefallen könnte. Was ist das? Eine magische Laterne. Man stellt ein Bild hinein und die Laterne projiziert es dann wie ein Hologramm nach außen. Mal sehen, ob sie noch funktioniert. Oh, wow! Da ist ein Schmetterling dabei, aber Sie können jedes beliebige Bild dafür verwenden. Früher hat man solche Laternen gerne bei Seancen benutzt. Was kostet sie? Sie stand jahrelang im Schaufenster und es wäre unangemessen, dafür Geld von Ihnen zu verlangen. Ich schenke sie Ihnen. Oh, wirklich? Das ist ja nett von Ihnen. Ich... Danke. Vielleicht kann ich sie ja irgendwann mal bei meinen Shows benutzen. Genau. Danke. Gern geschehen. Das ist echt lieb von ihm. Ey, gut, dass wir vorbeigeguckt haben, ne? Ich weiß noch nicht, was wir damit machen, aber cool ist es auf jeden Fall. Magische Laterne. Was für ein Bild könnten wir rein... Ah, die Papierfee könnten wir natürlich reinstellen. Vielleicht um Angela irgendwie was vorzugaukeln, ne? Ich probiere direkt mal, ob das geht. Die Fee passt zwar in die Laterne, aber im Moment wüsste ich nicht, warum ich sie da reintun sollte. Ah, okay. Alles klar. Ich bin also auf dem richtigen Weg quasi. Okay, na dann quatschen wir doch mal mit Mephistopheles so rum. Ja, Samantha. Vorfall im Fitnessraum. Ja, okay. Wir fragen ihn mal, ob er davon gehört hat, ne? Dann wissen wir endgültig, ob jemand davon weiß oder nicht. Ich will Ihnen etwas zeigen. Ich habe das Foto gestern Abend im Fitnessraum auf dem Campus gemacht. Und Sie haben niemanden gesehen? Nein, es war dunkel und ich hatte nur das Blitzpulver. So habe ich das Foto gemacht. Wie man sieht, ist nicht viel darauf zu erkennen. Ich habe eins der Gewichte an den Kopf gekriegt und bin bewusstlos geworden. Als ich wieder zu mir kam, war er weg. Er? Gewagte Theorie. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass es eine Frau war. Ich habe wahrscheinlich eher gesagt, weil ich die Person nicht wirklich leiden kann. Ich war nur für ein paar Minuten bewusstlos. Danach waren alle Gewichte in der Mitte des Raumes zu einer Pyramide aufeinander gestapelt. Und die Drähte, oder was auch immer er für den Trick verwendet hat, waren weg. Er hat nicht die von mir aufgestellten Fallen an den beiden Türen ausgelöst. Also hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass er beobachtet wird. Wer auch immer dahinter steckt, ist ein Meisterillusionist. Vielleicht einer der besten auf der ganzen Welt. Sie müssen diese Person kennen. Wer wäre zu so etwas fähig? Wer wäre wohl fähig genug?
Die Sache ist wirklich amüsant. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Welche? Ach, das ist doch offensichtlich. Wie? Welche? Ich will's auch wissen. Ist eine Möglichkeit, dass es echte Magie ist? Ich meine, okay, gestern hat ja Mephistopheles noch gesagt, er vermutet, dass Samantha die Tricks macht und dass sie ihm das nur alles zeigt, weil sie quasi angeben will, ne? Weil es quasi, ich habe gehört, irgendwer hat das gemacht, wie soll man das nur machen? Der ist ja meisterhaft, der sollte ja dem Daedalus-Club beitreten können, so, ne? Also könnte auch das eine Möglichkeit sein? Ich bin mir nicht sicher. Die nächsten Schritte, ja, warum nicht? Wenn Sie mir nicht verraten dürfen, wer es war, können Sie mir wenigstens sagen, wie ich es selbst herausfinden kann? Was würden Sie an meiner Stelle tun? Es schmeichelt mir, dass Sie mich um Rat fragen, Miss Everett. Lassen Sie mich nachdenken. Warum ändern Sie nicht einfach den Zeitpunkt oder Ort des nächsten Experiments? Sagen Sie niemandem ein Sterbenswörtchen. Nur Sie und Dr. Stiles dürfen Bescheid wissen. Und selbst die Testpersonen dürfen es erst im letzten Moment erfahren. Natürlich. Der Eindringling muss den Experimentplan kennen und hat viel Zeit investiert, um diese Tricks vorzubereiten. Wenn wir das nächste Experiment im letzten Moment ändern, hat er keine Chance, schnell genug zu reagieren. Danke, das ist eine sehr gute Idee. Gerne doch. Das ist eine gute Idee. Aber wenn es tatsächlich irgendwelche Gedankenkräfte sind, ne, so Gehirnmagie quasi, echte, dann dürfte das egal sein, ne? Dann müsste Sam jetzt am nächsten Tag vor, ja, einem neuen Zaubertrick quasi stehen, der trotzdem durchgeführt wurde, obwohl sie das so kurzfristig geändert hat. Das wäre dann natürlich interessant, wie sie dann darauf reagiert. Oh, Telefon. Hallo? Halt! Verdammt, da kann ich das Ding ja gleich ausschalten. Keiner da? Helena! Oh mein Helena, Gott! Helena, wie sie in Helena und Mephistopheles? Vielleicht hatte David ja recht. Es ist eine von den Mädels. Und die beiden haben mich komplett zum Narren gehalten. Ich habe ihnen alles anvertraut. Konfrontier sie, na los! Jetzt könnte natürlich, also wenn die wirklich zusammenarbeiten, könnte Mephistopheles sie ja jetzt auch gewarnt haben, ne? Das könnte Sam natürlich denken. Dass... Also wenn jetzt quasi trotzdem was passiert wegen der Gedankenkräfte, dann würde sie vielleicht nicht sagen, ah okay, ist, ne, ist doch irgendwas komisch, weil das kann gar nicht sein, sondern sie würde denken, dass Helena quasi wusste, dass das Experiment geändert wird und deswegen vorbereitet war. Ist natürlich trotzdem noch schwierig, ne? Aber vielleicht. So, ich gehe mal in den Alice-Laden. Wir gucken mal, ob wir das weiße Häschen finden. So, hier ist auf jeden Fall der weiße Hase. Diese Kaninchenmaske ist ja nicht so der Knaller. Okay, da hast du sie aber nicht... Ja, will sie nichts mitmachen. Muss ich denn mit der Kaninchenmaske irgendwas Bestimmtes machen? Moment, ich versuche nochmal. So. Folge ihrem besten Flicken. Und such zuletzt den weißen Hasen und gib ein des Reimes Namen. Alle Wirlos zähe. Ich weiß nicht, wie soll ich das eingeben in eine Maske? Weit ist sie nicht. Folge ihrem besten Flicken. Ich weiß halt auch nicht, was das mit dem Folge ihrem besten Flicken bedeuten soll, ne? Die Verkäuferin sagt gar nicht nochmal was. Schwierig, schwierig. Also wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gucke mir die Laufbahn nochmal an, weil die ist ja auch gelb. Da muss ja hier irgendwas gehen. Diskusscheiben, ach. Wie sind die denn hierher gekommen? Hm.
Los, Sam, beeil dich ein bisschen. Lauf mal rüber. Eine Discoscheibe wäre doch eine gute Idee. Wie wäre eine gute Idee? Das war's? Okay, dann reden wir mal mit Eddie. Hey Eddie, was geht ab? Nicht viel. Sam, richtig? Ja, Sam. Hey, wie geht's? Was machen die Diskusscheiben hier? Kann ich vielleicht eine Diskusscheibe haben? Ich bezahle auch dafür. Klar, warum nicht? Danke. Okay, und heute Nachmittag? Bist du später auch noch hier? Ja, bis 8. Warum? Kannst du für mich den Sportplatz ein bisschen im Auge behalten? Ich will wissen, ob hier heute irgendwas passiert. Nee, oder? Du glaubst, dass dieses Ding wieder zurückkommt? Ich meine, ich habe von der Sache in der Schwimmhalle gelesen. Das ist echt alles ein abgefahrener Scheiß. Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass hier wieder etwas passiert. Kann ich dich trotzdem später mal anrufen? Nur für den Fall, dass es etwas Neues gibt. Ja, sollte klar gehen. Hier, meine Nummer. Danke, Eddie. Hast was gut bei mir. Verdammter Scheiß, echt. Bestimmt mache ich mir heute wieder in die Hose vor Angst, nur um dann was bei jemandem gut zu haben. Dieser Job ist echt zu schlecht bezahlt, Mann. Hey, Eddie. Danke, Mann. Du bist echt cool drauf. Hey, kein Ding. Man sieht sich. Ja, bis bald. Okay, das heißt, wir ändern den Ort wahrscheinlich wieder zu der Laufbahn, ne? Wir haben ja hier Eddie als Wachposten. Ja, dann weiß ich gar nicht. Sollen wir mal Styles Bescheid sagen? Ach, aber die Laufbahn ist auch immer noch gelb. Okay, wir haben echt viel zu tun, dieses Kapitel. Ich gehe mal zu Styles und sag ihm mal, was wir bisher herausgefunden haben, würde ich sagen. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir Angela irgendwie wiederfinden. Wo auch immer die ist. So, Keller, ins Hauptlabor, nach hinten. Und dann reden wir doch mal mit ihm. Geht auch, wunderbar. Dr. Styles? Ja? So, Zeitpunkt des Experiments, Helena oder auf Wiedersehen. Erstmal über Helena reden, würde ich sagen. Ich habe mich über Helena informiert. Sie hat dieses Jahr in Oxford angefangen, aber möglicherweise ist sie schon viel länger hier in dieser Gegend. In ihrem Zimmer lag ein Theaterprogramm von Oktober 2002 herum. Oktober? Ja, außerdem glaube ich, dass sie ein Drogenproblem hat. Ich habe in ihrem Zimmer Spritzen und Ampullen gefunden. Vielleicht hat sie die Sachen ja auf Rezept bekommen. Und es handelt sich nur um Beruhigungsmittel, oder? Sie ist jung und gesund. Warum sollte sie etwas verschrieben bekommen haben? Außerdem ist sie offensichtlich reich und ein Partygirl. Nur weil sie reich ist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht weiß, was richtig oder falsch ist. Egal. Fakt ist, ich habe dort die Spritzen und die Ampullen gesehen. Aber ich behalte wohl meine Meinung lieber für mich. Keine schlechte Idee. Okay. Ich glaube, Styles könnte sich ein bisschen angegriffen fühlen, weil er auch reich ist. Wisst ihr, was ich meine? Also das heißt ja noch lange nicht, dass man irgendwas nimmt. Bei Helena könnte ich es mir aber tatsächlich vorstellen. Allerdings, Styles hat schon auch recht, ne? Es könnte auch was anderes sein. Warum man die dann abschließt und unterm Bett versteckt? Andere Frage. So, Zeitpunkt des Experiments. Ich hoffe, Styles findet diesmal unsere Idee gut und ist nicht wieder gleich so abweisend, weil ich finde die Idee wirklich gut. Mir ist da etwas eingefallen, wie wir herausfinden können, ob die Vorfälle auf dem Campus inszeniert wurden. Ja. Wenn wir den Zeitpunkt des Experiments ändern und zum Beispiel schon um 15 Uhr anfangen, dann kann die Person unmöglich rechtzeitig Vorbereitungen treffen. Und den Ort sollten wir vielleicht auch ändern. Gute Idee. Wirklich? Es sollte auf das Experiment keinerlei Auswirkungen haben, also warum nicht? Aber wir müssen uns einen neuen Ort und eine neue Übung einfallen lassen. Und Sie müssen die Studenten über die Änderung des Zeitplans informieren. Das ist kein Problem. Okay, alles klar. Haben wir alles mit Styles durchgesprochen. Den Studenten Bescheid sagen können wir auch, zumindest diejenigen, die wir finden. Ich gehe mal nach Christchurch, weil da ist ja auf jeden Fall Charles. Ist die Frage, ob wir ihm direkt Bescheid sagen können. So... Einmal hier nach hinten,
Hallo Charles. Nö, wir können nicht mit ihm reden. Na gut, wir sollen ja auch kurzfristig Bescheid sagen, ne? Das ist ja Teil des Plans. Und dann würde ich sagen, ja, war es das erstmal für diese Folge von Grey Matter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gute Ideen habt, wie es weitergehen könnte oder was wir noch machen könnten, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!